pädagogisch wertvoll. Hallo liebe Leute, ich muss lachen, ist aber scheißegal. Ihr kennt ja das, wenn man verliebt ist, ist es eigentlich immer wieder das Gleiche. Ich wollte jetzt mal für euch die verschiedenen Phasen zeigen und ihr werdet das wahrscheinlich auch wiedererkennen. Die erste Phase, das Verliebtsein. Boah, guck mal, ey, guck mal, wie hübsch die ist. Oh, voll gerne. Guck mal, die Brust. Oh. Boah, weißt du was, wenn ich furze, ne, und ich rieche da, oh, das riecht so richtig gut, richtig nach Rosen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Schatz. Ah, oh, ja, das war voll schön mit dir. Ah, das war voll schön. Ah, oh, lecker Essen, lecker Kino. Ach, Entschuldigung. Du warst so lecker, weißt du, du bist so süß. Ich will nie wieder Schokolade essen, du bist so süß. Oh, wunderbar. Ja, oh. Leg du zuerst auf. Ich hab gleich kein Guthaben mehr, also leg auf. Ja, du legst auf, ich leg auf, ich kann nicht auflegen. Du bist so süß. Ja, sie hat aufgelegt. Hat sie nicht süß aufgelegt? Oh, so richtig dick. Oh, das war richtig schön. Die zweite Phase, da ist man schon mit der Person zusammen. Man ist nicht mehr verliebt. Doch, immer noch verliebt. Aber dann kommt so der Moment, in dem man ein bisschen eifersüchtig ist und dann Angst hat um die Person, dass die einem weggenommen wird. Boah, guck mal, was für ein Arschloch. Hi, alles Gute zum Geburtstag. Boah, da muss ich erstmal anrufen. Ja? Es klingelt? Ja, was soll das überhaupt? Wer ist dieser Spast? Ja, wer? Ja, der auf deine Pinnwand geschrieben hat, alles Gute zum Geburtstag? Ist das ein Ex-Freund oder was? Hm? Wie? Nachhilfe? Mit dem? Mit Jean-Jacques? In Französisch? Ja. Ich muss nicht eifersüchtig sein, nein. Ach so, alle Franzosen sind schwul, ja, habe ich ja vergessen. Ja, Entschuldigung, Schatzi. Ja, ciao. Dann kommt die dritte Phase. Die Routine. Man ist schon länger zusammen und das Feuer ist irgendwie aus. Hi Schatz, wie geht's? Ja. Ja, mir auch. Was gibt's Neues? Nichts Neues? Hm. Also Bock auf Kino? Nicht? Willst schlafen gehen? Ja, okay. Ja, dann komm ich morgen oder so vorbei, aber irgendwann mal, wenn du Zeit hast, ne? Ja, lebe ich auch. Ciao. Kommen wir nun zur vierten Phase. Das ist die Phase der Trennung. Und wenn man Glück hat, trennt man sich im Frieden. Wenn man Pech hat, hat man Liebeskummer. Wenn man noch mehr Pech hat, fliegen richtig die Fetzen. Ja, kann man nichts machen. Wenn die Gefühle nicht da sind, was sollen wir da noch, ne? Wenigstens sind wir noch gute Freunde, nicht wahr? Ja. Okay, ich wünsche dir alles Gute und bis dann irgendwann. Ja, ciao. Alter, Mann, sie hat mich verlassen. Die ist auch noch so teuer. Oh, kann ich ohne sie leben? Sie hat für mich immer die Zwiebeln geschnitten. Ich habe mir immer die Finger geschnitten und in den Penis. Ach, wieder meine Schuld? Ach, weißt du was? Trennen wir uns doch einfach. Ja, trennen wir uns. Ja, ich will auch den Ring zurückbekommen. Ich weiß, ja, du hast Wurstfinger. Es passt keiner anderen Freundin, die ich demnächst haben werde. Aber trotzdem will ich den Ring zurückhaben. Die Halskette, ja, das, was war das? XXXXL? Ja, weiß ich nicht. Ich will es trotzdem zurückhaben. Ich will alles zurück. Ja, aber ist egal. Ich will die Sachen zurück oder ich verklag dich. Ja, hast du verstanden? Ja, okay. Ciao. Dann folgt die fünfte Phase, in der man hoffentlich wieder ganz normal befreundet sein kann. Ja, hi, störe ich dich gerade? Ne? Okay, hast du Zeit? Ja, können wir noch ein bisschen zocken oder was weiß ich? 100 Liegestütze machen? Ich weiß nicht, hast du Zeit? Können wir auch mal einen Film gucken, okay? Ja? Okay, ja, cool. Ja, sie kommt gleich vorbei, ne? Hast ja nichts dagegen, ne? Nö, alles gut. Okay, dann folgt die sechste Phase, in der man wieder eine neue Freundin sucht. Oder wie hätte toll, einen neuen Freund sucht. Ja, hi. Ja, ich weiß, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich die Nummer von ihm bekommen habe. Vielleicht bin ich ein Stalker. Nein, bin ich nicht. Nein, Quatsch. Nein, ich würde sowas nie machen. Ich würde auch nie dafür Geld ausgeben und jemanden bestechen. Ich beobachte dich auch nicht so gerade mit einer Kamera. Oder ich würde dich auch nie hacken oder so, dass ich deine Laptop-Kamera sehen kann, dass ich dich irgendwie, dass du dich umziehst. Nein, das würde ich nie machen. Ja, schönes Kleid. Nein, nicht schönes Kleid. Ich meine, schön. Du bist ja schön. Und ja, wie wär's? Können auch was unternehmen, oder? Ja? Ja? Okay, ja. Okay, alles klar. Werdet auf keinen Fall nach einer Trennung zu irgendeinem Player. Ja, Barney Stinson wurde das Herz gebrochen, erst dann wurde er zu dem Barney Stinson. Aber sucht lieber ganz in Ruhe, lasst euch Zeit. Lieber weniger Beziehung und dafür weniger Drama und weniger Stalker oder Gewalttaten, wie auch immer. Also ruhig Zeit lassen, der richtige Partner kommt schon noch, beziehungsweise erscheint noch. Sag mal, wenn man jetzt eine Freundin hat, wie geht's denn dann weiter? Wie es dann weitergeht? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die erste Phase,
Das Verliebtsein. Boah, guck mal, ey, so, guck mal, wie hübsch die ist. Oh, voll gerne. Oh. Boah, die Brust. Oh. Also, eine Beziehung ist natürlich auch was Schönes. Oder Schlechtes wollte ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht so, ja, Beziehung, alles gut, man muss auch ein bisschen dran arbeiten. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen? Eierkuchen? Kann man essen, Freude, Eierkuchen? Lecker. Es ist vielleicht immer Eierkuchen, also immer was zu essen da, aber Friede nicht unbedingt. Und es erspart vielen unnötig Drama, wenn man in jungen Jahren nicht so 1000 Beziehungen hat. Wenn keine Frau auf Macho steht, dann gibt es bald keine Machos mehr. Und von daher entscheidet jeder selbst und es ist kein Druck da. Okay, bei den Männern schon, aber dann habt ihr eben später einen Freund und dafür dann für den Rest eures Lebens. So, das waren die weisen Worte zu diesem Video, um das ein bisschen pädagogisch wertvoll zu machen. Oh, pädagogisch wertvoll! Abschließend kann ich auch nur sagen, alles Gute für eure Beziehungen. Und wenn es mit euren Partnern nicht klappt, meldet euch bei ihm. Nein, Spaß. Euer Beton und euer Hard Rhymes. Mein Süßer, bis zum nächsten Mal. Ex-Freund oder was? Ich kann es gerade noch halten, ey.